Ja, das Thema Antibiotikaresistenzen ist für das Bundesamt für Landwirtschaft sehr wichtig. Antibiotikaresistenzen betreffen uns alle. Mit der Zunahme der Resistenzen gehen hochwirksame Medikamente für den Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier verloren. Das Bundesamt für Landwirtschaft setzt sich dafür ein, damit die Landwirtschaft ihren Beitrag gegen Antibiotikaresistenzen leistet und die Bäuerinnen und Bauern den Antibiotikaeinsatz kontinuierlich und so weit als möglich reduzieren können. Das Bundesamt für Landwirtschaft ist da sehr aktiv. Projekte, welche die Tiergesundheit verbessern und den Antibiotikaverbrauch senken, werden gefördert und finanziell unterstützt. An solchen Projekten beteiligen sich Milchproduzenten, Kälber- und Rindermäster und auch Schweinehalter. Ein konkretes Beispiel: Mit dem Ressourcenprojekt Gesunde Klauen, das Fundament für die Zukunft, soll die Klauengesundheit bei Rindvieh mit weniger Antibiotikaeinsatz verbessert werden. Die Landwirtinnen und Landwirte beteiligen sich sehr aktiv daran, weil es auch in ihrem Interesse ist, möglichst gesunde und robuste Tiere zu halten mit möglichst wenig Antibiotikaeinsatz. Der Antibiotikaverbrauch in der landwirtschaftlichen Tierhaltung ist in den letzten 10 Jahren um 50% zurückgegangen. Das ist beachtlich und ein sehr gutes Zeichen für die Anstrengungen der Tierärzte und Bauern.